Hallo, herzlich willkommen zurück zu Minecraft After Humans. Ich habe mal unten die ganzen Level noch aufgeschlürft. Wo habe ich denn? Habe ich denn hier hingeworfen oder habe ich den habe ich oben rein, ne? Wir können mal da alles mitnehmen. Ah, war schon zu viel. Okay. Was verzaubern wir denn als nächstes? Buddy, Elm, die sind teuersten. So, wie viel Level habe ich da jetzt noch drin? Wenn ich das jetzt wüsste. 20 wahrscheinlich eher nicht, ne? Na. Na. Oh, das könnte. Yes! Das hat gereicht. Ja, dann nehmen wir die Hose noch, weil die ist auch teuer. Im Vergleich zum Helm zumindest. So. Gut, dann haben wir nur noch den Helm, den wir verzaubern müssen. Sehr gut. Und dann geht's weiter mit Specials. Irgendwie Specials, die man rein basteln kann, halt die hier oben hin. Beziehungsweise, nö, wir wollen ja unten gucken, ob's da, wie es da aussieht mit dem Schrott. Und wie sieht's hier aus mit dem Schrott? Ja, okay, da muss noch ein bisschen. Oder erstmal nur einer. Vielleicht reicht ja einer. Es sind halt schon wieder 6 Buckets drin. Oh, wir müssen das hier auf jeden Fall noch reinlegen. Das hier. Das hier. Alles weg damit. Tschüss. Und es kommen tatsächlich Sticks raus. Ich glaube, ich muss die Sticks auch wegwerfen einfach. Oder? Macht doch keinen Sinn, Sticks aufzuheben. Weg damit. So. Kartoffeln, ja, weiß nicht. Okay. Oh, das war zu hoch, ne? Oder? Ja, oder? Nö, war es nicht. Oh, verwirrt. Einfach auch mal hier mit rein. Einfach, damit wir das dann beim nächsten Mal. Tschüss. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Komm, tschüss. So. Okay. Also, was läuft? Ganz gut. Nur die Frage, ob die Kiste halt zu voll wird oder so. Vielleicht sollte ich Drawer bauen. Vielleicht sollte ich Drawer bauen. Für Strings ebenfalls, für Knochen, ja, für Redstone, Dingens, Glowstone, Eisen vielleicht sogar, Spinnenaugen, Zombie-Köpfe, Zombie-Hirne. Oh Gott. Und vielleicht ein Void Upgrade einfach drauf. Dass wenn es zu viel wird, einfach halt weggeworfen wird. Aber hier haben wir noch Rotten Flesh, das können wir direkt vernichten. Dann haben wir hier nochmal einen Platz frei, der sofort belegt wird. Mit Spinnaugen. Oder ne, mit einem Bogen. Ah. Mit einem Bogen. So, Moment, kann ich jetzt. Ich baue mal eben kurz einen Bogen, einen frischen. Und dann
dann müsste der jetzt eigentlich auch verschwinden. Nur mal um zu testen. Ja, er ist verschwunden. Sehr gut. Und wir haben schon hinter 12 Buckets drin. Oh Gott. Zeug. Echt, ich weiß nicht wohin mit dem ganzen Zeug. Ich muss mir Drawer bauen. Einen Drawer Controller vielleicht dazu. Und oben an die Schmiede rauf vielleicht auch direkt. Moment. Kann ich da direkt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das geht irgendwie, ne? Ich glaube, da kann ich irgendwie hoch. Ich meine, hier hinten geht da die Energieleitung runter. Hier, ja klar. Ja, das geht. Dann kann ich ja einfach in der Mitte eine Kiste hinstellen. Zum Beispiel. Dann gehe ich hier so hoch, gehe hier so entlang mit dem Kabel, gehe dann hier an die Kiste dran. Und dann werfe ich da im Endeffekt die ganzen Dingens rein. Die ganzen Eisensachen. Also alles, was mit Eisen zu tun hat. Und dann wird es von da aus direkt in die Schmiede gestrickt und die verbrennt das Zeug. So der Plan. Okay. So. Also dafür brauchen wir das Zeug, würde ich sagen, ne? Genau. Ja, wie machen wir denn 4 Stück? Müsste eigentlich reichen, oder? Oh, ich muss meine Dinge noch ausladen. Mache ich aber, glaube ich, im anderen Zuhause. Weil hier haben wir ja sowieso zu wenig Strom. Okay. Ja. Okay. Dann auf zurück. Ich muss hier endlich mal fertig bauen, verdammt. Das ist halt auch, das bleibt voll liegen. Hm. Oh. Never. Ja, genau, never elektrisch. So. Hier haben wir noch ein bisschen was. Das reicht halt bei weitem nicht. Habe ich noch so ein Ingot irgendwo? Nö, habe ich auch nicht, ne? Ja. Wenn eins fertig ist, dann könnten wir schon mal was bauen, das ist schon mal gut. Okay. Drawer. Drawer und Drawer Controller. Ah, irgendwie bin ich gerade voll müde, weil es ist nachmittags. Ich bin müde ohne Ende. Stimmt doch was nicht. Die Sonne scheint. Vielleicht ist das das Problem, die Sonne scheint. Ja, wobei, ich muss das ja mitnehmen, ne? Ohne den kann man nichts bauen. So. Okay. Ich würde sagen, der Enderperlen auf jeden Fall einen größeren. Ja. Sonst noch so, was gibt's denn hier? Haben wir 4? Ne, nochmal 2? Lassen da 4 rein? Lassen da 4 Items rein? Mal gucken. Erstmal wieder ein paar Kisten bauen. Ein paar mehr Kisten bauen. Ach, geht das wieder nicht? Das Holz.
Ja doch, da passen 4 Items rein. Passt. Okay, dann machen wir nochmal einen normalen. Enderperlen, normalen für Blaze, oder? Oder man könnte eigentlich auch. Ah, oh Gott. Man könnte eigentlich auch alles so in Vierer reinmachen, weil es geht ja überall ein paar Stacks rein, oder? 8 Stacks. Eigentlich wäre das doch genug, oder? Eigentlich wäre das doch genug. Mal schauen. Eigentlich wäre das doch genug. Das braucht man doch eigentlich wirklich nicht, das Ding. So. Draw Controller. Oh. Diamanten. Stein. Den letzten Diamanten, den wir haben. So, ich brauche da gar nicht so viel, ich brauche nur zwei. Und halt, Redstone. Oh Gott. Jo. Und dann müssen wir Stein. Stein brennen. Gut. Brauchen wir noch Void Upgrades. Sind denn hier Void? Storage? Tief? Vending? Hier, Void. Obsidian zweimal und ein bisschen Sticks. Ah, jetzt sammle ich den Schrott hier selber auf. Obsidian. Haben wir hier noch Obsidian? Ich brauche aber da ein bisschen mehr Void Upgrades als nur eines. Habe ich das Gefühl. Gibt ja gerade mal 4, ne? 5, 6, ach ne, jetzt 6, 7, 7. Ja, jetzt haben wir eindeutig zu wenig Lava drin. Okay. Ja, komm, wir machen ein bisschen was. Gut.
das hier. Sticks und einen Drawer rum. Dann nehmen wir gleich die, die ich vielleicht sowieso nicht nehmen will. Weil, wie gesagt, das muss doch reichen. Vier Stück. Vier Stück. Wir machen auf jeden Fall mehr. Ja, da bleibt hier was übrig. Ich höre einen Kobra. Sag doch, ich höre einen Kobra. Was? Was ist? Wieso? Wieso? Ich hab dir sogar die Dolly gegeben. Wo ist jetzt die Dolly? Ah, hier. Oh, okay. Zum Glück. Ich dachte schon, er hat die Dolly nicht hier gelassen. Boah. Zum Glück. Boah. Mann, zum Glück war die Dolly in der Kiste. Ich wäre so ausgeflippt, wenn nicht. Ja, sonst wäre ich an ihm herausgekommen. Alles supi. Wieso mit den Viechern nicht? Verstehe ich nicht ganz. So, wir gucken mal, ob das schon reicht. Habe ich denn... Nein, ich habe den Controller noch nicht gebaut. Wieso eigentlich nicht? Ach, weil Stein fehlte, genau. Da war ja was. Okay, so. Alles klar, dann mal los.
Dann mal los. Ich sollte mir noch einen Schlüssel bauen, glaube ich. Für die Drawer. Moment. Personal Key? Okay, kann man noch machen, ne? Machen wir erstmal den. 3 Gold und ein Gold Nugget. Gut, dass ich Nuggets zu Hause und Must habe, aber dann habe ich auch Gold. Okay. Einen Schlüssel. Wie sieht's hier aus? Ah, immer noch. Immer noch einen reinlegen, einen Stein. So, dann gehen wir nach unten. Brauchen wir vielleicht dieses ganze Filterzeugs eigentlich gar nicht mehr. Oh, Obsidian. Na cool. Das hier müssen wir dann mal ein bisschen woanders hinbauen. Denn wir brauchen diese Wand. So. Genau passen. 1, 2, 3, ne? Dann mache ich das mit der... Gehen wir jetzt hier nochmal anders. Hier ist ein haufenweise Zeug drin. Ich werfe das schon mal einfach hier rein. Dahin. Spinnenaugen zu den Spinnen. Zucker. Zucker zu den Spinnenaugen. Glowstone. Redstone. Zombie-Hühne. Zombie-Köpfe. Art of Fire. Eisen. Achso, war ich eh dabei. Gut. Aber können wir mal hier eins vorsehen, einfach mal. Da. So. Blauen Schleim. Falls. Man weiß ja nie. Okay. Gut.
Oh, jetzt komme ich da nicht hin. Was habe ich da eingestellt? Minus 1. Okay. Hier habe ich plus 1 eingestellt. Okay, also wenn es dann hier nicht reinpasst, dann erst geht es da rein. So, auf 0 müssen wir dann den Abfalleimer einstellen. Auf 0 müssen wir dann den Abfalleimer einstellen. Der dann das Zeug drin hat. Dort ein Flash können wir eigentlich mit drüber lassen und das hier auch. So. Und den Rest hauen wir einfach alles weg. Wobei Sticks können wir auch mit drüber lassen. Ist eigentlich egal. Oh, hi. Wie sieht's hier aus? Alles klar. So, jetzt müssen wir mal hier noch ein bisschen. Ah, Pfeile hat es da unten auch mit einsortiert. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das. So. Und alles, was halt im Endeffekt dann noch übrig ist und hier drin landet, müssen wir mal schauen, wo wir das hinschieben. So, jetzt müssen wir hier mal diese Void-Upgrades installieren. Okay. Dann haben wir das schon mal. Wobei, hier, das hier können wir alles rausnehmen. Moment, ich brauche einen Schlüssel. So, dann müssen wir das nämlich hier reinlegen. Das ist nämlich viel intelligenter eigentlich. Dann haben wir hier noch eins übrig. Mal hier rein. Okay, Moment, mal gucken, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Zack, zack. Das kommt alles da rein trotzdem. Ist ja doof. Wieso? Es hat doch da Platz, oder nicht? Und unten ist es doch eingestellt. Okay, wieso kommen da Sticks rein? Ach so, Sticks wollte ich da reinlegen, genau. Sticks wollte ich hier irgendwo mit hinnehmen. Einfach da rein. So. Dann sollten Sticks jetzt da reingehen. Nicht mehr da. Okay, die Ratten. Haben wir zum Zombiefleisch dazu? Okay, genau, und die Schaufeln habe ich noch nie mit drin. Schaufeln habe ich noch nie mit drin. Mit diesen Viechern nicht. Okay. Okay, gut. Moment. Das drehen? Nö, kann ich irgendwie nicht drehen. Wieso spielt das jetzt so rum eigentlich? Na, es ist egal. Verzauberte Bögen. Will ich die aufheben? Eigentlich brauche ich die nicht. Eigentlich. Einfach alles weg. Und ist es jetzt hier erschienen? Nö. Sehr gut. Kartoffeln können wir mal noch aufheben. Ja. Und bestimmt auch immer noch Karotten noch. Weiß ich halt nicht, ob da Heart of Fire, ob da irgendwie. Ja.
Wir wollen ja vernünftig sein. So. Das Problem ist, dann komme ich da nicht mehr richtig durch, wenn ich das da hinsetze. Wenn ich es hier hinsetze, komme ich dann da noch dran. Ja. Eigentlich, die sind jetzt fast voll. So, genau. Den Rest. Ja. Wollte ja noch Leiter nach oben legen, da war ja was. Und die hier können wir eigentlich upgraden zum Slightly Larger Chest. Oder? Dann würde das auch keine Rolle mehr spielen. Weil die gehen eh nicht auf. Eh keine Animation. Ich da einfach den Slightly Larger Chest hinstellen. Genau, jetzt komme ich hier nämlich die Eisensachen noch mit rein. Was irgendwann zu einem Problem werden könnte. Oh Gott, 60 Buckets! Und ich muss nochmal aufmachen, weil ich muss ja da die Leitung nach oben ziehen. Verdammt. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Hoffentlich komme ich da von oben so weit dran. Okay, so. We need to go deeper. Keine Ahnung, wie man das Achievement bekommt. Irgendwie hat er es geschafft. Okay. Ich sollte da vielleicht eine Leiter hinbauen. Okay. Oh, okay. Jedenfalls ist es jetzt wieder hell hier. Ich sehe wieder was. Auch gut. Nein, 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 nein. Ja, genau. Nö, ich habe nicht mehr so viel Holz mit. Schade. Aber hier unten habe ich doch Sticks. Ja, nicht so viel, aber für ein paar Leitern reicht's. Für ein paar Leitern reicht's. Reicht's ja um das aus. Ja, Stein, okay, alles klar. Mal nochmal einen Stein weg.
Moment. Brauche ich ja gar nicht hier oben. Ich muss ja nur bis hier hin. Und die unterste brauche ich auch nicht. Denn man kann ja hier so ranhüpfen. Und hier dann das gleiche Spiel nach oben. Gut. Reicht. Geht. Gerade so. Aber es reicht. Oh nein. Das wollte ich so nicht. Ich wollte mich nur auf der Leiter festhalten. Okay, man kann nicht von der Leiter aus die Conduits bauen. Das ist ein bisschen schade. Man kann nicht von dem Canyon aus an die Leiter springen. Das ist ein bisschen schade. Das hat noch Optimierungsbedarf, aber was soll's. Irgendwann können wir eh fliegen, dann ist das Ganze egal. Dann ist das Ganze einfach egal. So. Nein, nicht die fucking wegspülen. Keine Ahnung, wo die war. Das ist wieder semi-optimal alles. Das ist wieder sehr semi-optimal alles. Muss ich dann hier noch... Ja, ich komme hier noch hoch. Okay, ja gut, dann lassen wir das. Dann passt das schon. Dann muss hier... Genau, hier mittig muss eine slightly larger chest hin. Gut. Alles klar, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Nicht nach unten, nach oben, bitte. Bin ich jetzt erschrocken. So, mal eben Holz. Hier nicht. Hier oben ändern. Wir nehmen jetzt einfach mal das Holz. Ist zwar schade drum, aber was soll's. Eine Kiste. Eine zweite Kiste. Und Stick. Einmal eine lightly larger chest. Eine lightly larger chest. Ja, dahin. Dann können wir da noch drauf zugreifen im Endeffekt. Da ja eigentlich auch. Ich weiß, das sieht jetzt nicht so schön aus. Aber was soll's. Oder man kann ich da von unten dran? Und hier? Ja klar. Ja klar würde das gehen. Wieso denn nicht? Ich komme nicht mehr raus. Das ist wieder. Hinten mache ich die Lava zu Dingens. Da. Ja. Jede Richtung doof. Jede Richtung doof, die ich kann. Okay. So. Dann gehen wir doch da so dran. Das ist ja, wenn das geht, müssen wir mal gucken, ob wir den so einfärben können. Das wäre ja gut. Wir brauchen hier nochmal einen Itemfilter, oder? Moment auf.
Auf 0 muss das sein. Genau, dann machen wir nochmal einen Itemfilter. Im normalen wird es da wahrscheinlich tun, oder? Normaler tut es da, genau. Normaler Itemfilter tut es da. Habe ich da vielleicht sogar was mit? Nein. Ich weiß, ich habe zu Hause welche liegen. So. Und die Query ist wahrscheinlich schon lange wieder fertig. Oh je. Und ich komme einfach nicht nach. Oh, hier. Hier habe ich welche. Einen Itemfilter. Und was wollte ich noch holen? Ach genau, ich wollte den Block einfärben. Einen Fassadenblock. Den muss ich auch erst bauen. Sieht alles voll mit Sachen. Okay. Mal schauen, ob das geht. Es sieht ganz gut aus, zumindest im Inventar scheint es zu funktionieren. Moment, was ist, wenn ich das ausstelle für kurze Zeit? Braucht trotzdem eine Chest unten dran, damit ich das ausstellen kann und nicht ständig alles voll Eisen drin, nicht ständig Eisen reingeworfen wird, was ich vielleicht gar nicht brauchen kann dann zu dem Zeitpunkt. Weil das kann nervig sein. Also das heißt, ich brauche da trotzdem eine Kiste. Eine Kiste und zwar vielleicht im Wartungsschacht irgendwo. Also hier jetzt nicht, aber hier vielleicht dann einfach eine Kiste hin. Ich mir die Lightly Larger auf? Ich glaube schon. Dann hier unten die mal weg und nehme die mit nach oben. Easy. Okay. Das legen wir mal kurz hier hin. Genau. Mitnehmen. Und dann setzen wir da eine Larger Chest hin. Dann kann man da auch nicht durchgucken. Dann passt das schon. So, die müsste man. Genau, das passt. Okay. Gut. Okay. Dann hier mal auf. Das kommt alles da wieder rein. Ah, ein Schwert. Muss man auch mit wegwerfen. Das dachte ich mir, dass da jetzt ein bisschen was nachkommt. Ein Steinschwert. So. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Hoch. Hurting me, stop it! No! Ah ja, irgendwie cool. Vielleicht machen wir das aber einfach. Achso, nee, dann kann ich mir so schön hochspringen. Dahin vielleicht? Kann das einfach dahin? Eine Chest. Oh, der Kixi ist da. Insert. Und zwar mit Filter. Null? Passt null? Ja, ist. Oder nö, eins höher als der Müll. Ne? Oder?
Ja, warte mal, eigentlich. Nö. Gleiche wie der Müll, ne? Also erst unten einsortieren und dann hier hin. So. Und hier kann man ja dann sagen. Ist ja egal. So. Okay, und dann machen wir das da oben dran. Gut. Hast du meinen Hammer? Oh. Muss mal eben hin. Ich da von hier aus dran. Nicht so wirklich, ne? Leicht. Hoppa. Hoppa, immer diese Hoppa. Das sieht nicht gut aus. Was für ein Hammer. Jetzt pass auf, Cobra hat ihn nur verlegt. Insert. Und dann müssten da schon mal die ersten Teile drin geschmolzen werden. Genau, und das geht auch. Gut. Und hier machen wir die Conduit-Fassade hin. Ja, sieht kein Mensch. Ist ein bisschen heller, aber macht nichts. Das sieht, wie gesagt, kein Mensch. So. Nee. Er hat ihn nur verlegt. Er hat ihn nur verlegt. Er hat ihn nur verlegt. Er findet ihn nur nicht mehr in seinen 1000 Kisten. Nee, ich schreib nix. Oder er ist in einer der 1000 Kisten. Könnte er sein. 77 Liter. Na, viel Spaß. Nee, Eimer. 77 Eimer. Also es sind ja nicht mal Liter, es sind Eimer. Meter auf Meter auf Meter. Wie viele Liter sind das? Okay, ich sippe hier noch ein bisschen was und verzauber dann. Verzauber dann meinen Helm noch. Würde ich mal machen. Und wir sehen uns dann, wenn ich das getan habe, würde ich sagen. Also, bis dann, macht's gut.